Ja Leute, was geht ab? Mein Name ist IWZI und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Bevor das richtige Video losgeht, gibt es noch einen kleinen Shoutout. Und zwar haben die Leute, die das Video gesehen haben, wo ich eine Zuschauerin zu Hause besucht habe, mitbekommen, dass Snookyful und ich ein Teil der Rewe Mission Karriere 2018 Kampagne sind. Und wenn du nächstes Jahr deinen Schulabschluss machst oder schon in der Vergangenheit deinen Schulabschluss gemacht hast und vorhast, in naher Zukunft eine Ausbildung anzufangen, dann darfst du dich auf jeden Fall jetzt angesprochen fühlen, weil hier unten ist jetzt ein Link eingeblendet oder du checkst einfach den Link, den ersten Link in der Beschreibung unten aus. Da kannst du dich nämlich dann bewerben, zusammen mit zwei weiteren Freunden könnt ihr euch bewerben, um an einer Challenge teilzunehmen, die von Snookyful und mir begleitet wird. Und der Gewinner dieser Challenge kann 5000 oder wird 5000 Euro gewinnen. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist eigentlich nur unter dem folgenden Link euch in Dreierteams zu bewerben und zu schreiben, warum ihr die Richtigen für diese Challenge seid. Und mit etwas Glück werdet ihr dann Snookyful und mich treffen. Wir werden uns dann quasi auf die Teams aufteilen und jeder wird zu einem Team gehören. Der Einsendeschluss ist der 10. September 2017, also bis dahin müsst ihr auf diesen Link geklickt haben und euch in Dreierteams beworben haben, dazu geschrieben haben, warum ihr die Richtigen seid. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, wir werden uns sehen. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel, viel Glück und bin sehr, sehr gespannt, wer sich alles bewerben wird und bei wem wir dann so letztendlich landen werden. Das war der kleine Shoutout und jetzt geht's los mit dem richtigen Video. Und zwar möchte ich heute, ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gesehen, Frozen Joghurt machen. Ich bin nämlich übertriebener Fan von Frozen Joghurt, auch wenn jetzt schon fast gar kein Sommer mehr ist, wollte ich das schon immer mal ausprobieren, hab das schon übertrieben lange irgendwie auf der Liste, aber noch nie gemacht. Man kann Frozen Joghurt auch ohne Eismaschine machen, habe ich im Internet gelesen. Das Problem ist nur, man braucht dafür halt einen Kühlschrank bzw. ein Gefrierfach, weil mit dem Ding hier ist echt nichts mehr anzufangen. Das heißt, ich würde jetzt Frozen Joghurt mit einer Eismaschine machen. Die sind zum Glück nicht so krass teuer. Ich glaube, so um die 50 Euro kosten die. Ist jetzt nicht super wenig für Frozen Joghurt, aber noch bezahlbar. Und deswegen schnappe ich mir meine Sachen und wir werden in den nächsten Elektronikfachmarkt gehen. Oh, da muss ich wieder ein bisschen aufpassen. Da nehme ich meine kleine Kamera mit, aber ich muss vor allen Dingen aufpassen, weil das genau der ist, wo Felix letztes Mal erwischt wurde und einen Tag lang Hausverbot bekommen hat, weil er da gefilmt hat. Deswegen muss ich da ganz besonders aufpassen, aber wir werden jetzt eine Eismaschine kaufen dafür als allererstes. So, Leute, ich bin das ganze Stück gelaufen. Wir sind auf jeden Fall jetzt da. Ich gehe einfach direkt rein, schnapp mir die und dann wieder raus. Nicht, dass wir noch Ärger bekommen, ne? Okay, Leute, ich habe das Ding. Ist auch ein bisschen größer, als ich dachte. Jetzt brauche ich nur noch die Zutaten und mir ist so ein bisschen dabei aufgefallen. Also ich habe in letzter Zeit, so das letzte Jahr oder die letzten anderthalb Jahre, so ein bisschen darauf verzichtet, eigentlich Milchprodukte zu kaufen. Ihr wisst, diese Milchindustrie und so weiter ist alles so ein bisschen zwiespältig, keine Ahnung, auf jeden Fall. Habe ich gesehen, dass Frozen Joghurt ja eigentlich quasi aus nur unveganen Sachen besteht. Ich bin nicht vegan oder so, aber ich versuche immer zu Hause so ein bisschen darauf zu achten. Auf jeden Fall besteht Frozen Joghurt halt aus Joghurt, Quark, Sahne, Milch und Zucker. Also alles Milchprodukte außer Zucker. Nächstes Mal machen wir vielleicht einen veganen Frozen-Joghurt oder so, aber jetzt würde ich das erstmal kaufen. Ich bin jetzt ernsthaft rausgegangen und habe noch gar keine Toppings geholt. Ich habe zwar die Zutaten für Frozen-Joghurt, aber nicht für irgendwas obendrauf. Also nochmal rein. Am liebsten hätte ich Erdbeeren gehabt, aber die hatten leider nicht mehr so nice Erdbeeren. Deswegen habe ich jetzt Himbeeren genommen und den Rest zeige ich euch jetzt. Ich habe noch Oreo-Kekse und natürlich Schokosauce, Leute. Im Übrigen ist es hier gerade voll voll im UFO. Rewe hat irgendwie ein komplettes Team irgendwie am Start, mit dem der irgendwas dreht. Keine Ahnung, was der Junge da gerade macht. Aber die können wir ja jetzt alle komplett mit Frozen Joghurt beliefern. Ich habe noch ein bisschen Angst, dass es zu wenig Frozen Joghurt wird, weil die Maschine relativ klein ist. Aber wir müssen die Maschine erstmal auspacken, stimmt? Und das ganze andere Zeug auch noch voll. Moment. Milch, Joghurt, Quark, Sahne. Jetzt packen wir das Ding hier mal aus. Wir haben einen Teller, wir haben ein komisches Teil, wir haben noch ein komisches Teil. Oh, als ob. Geil, Leute, guck mal, hier ist ein richtiger Eislöffel mit dabei. Fresh. Dann haben wir einmal das Hauptgerät und noch irgendwas Schweres, Alter. Hier ist der Topf, hier wird, glaube ich, dann das Eis drin gemacht. Der ist ultra schwer tatsächlich. Und hier haben wir einmal... Alter, was mache ich denn heute? Und hier haben wir einmal das Hauptteil. Da kann man auf jeden Fall anmachen und irgendwie noch Plus und Minus drücken. Was genau das Ganze bewirkt, werden wir noch herausfinden. Jetzt muss ich das Ding erstmal zusammenbauen. Das scheint schon mal zu passen. Dann würde ich sagen, setzen wir das hier einfach rein. Nur mit dem Ding weiß ich irgendwie nichts anzufangen. Was ist das denn? Ach, das ist der Umrührer. Der wird jetzt irgendwie hier in den Deckel eingelassen. Ah. Ah, ich glaube, es passt. Ich wusste nicht, dass eine Eismaschine so aussieht. Okay, Strom haben wir hier vorne. Und jetzt müsste das Ding eigentlich anfangen zu leuchten. Oh, da. Nein, aus, stopp, stopp. Warte, warte, was macht die denn? Ah, okay, der Becher da drin dreht sich. Leute, ohne Witz, hier steht bei der Zubereitung, alle Zutaten in einer Schüssel verrühren, dann für 20 bis 25 Minuten in die Eismaschine geben und sofort genießen. Man muss nichts machen, als es einfach zu verrühren, da reinzupacken und dann fertig, oder was? Als ob, das ist ja ultra chillig. Ey, das ist das Chilligste, was man machen kann. Aber wir haben keine Schüssel. Oh nein, wir haben keine Schüssel. Wir haben einen Topf. Und wenn wir damit jetzt nicht unbedingt mit der Gabel am Boden kratzen, sondern mit irgendwas Plastikmäßigem umrühren, dann sollte das doch eigentlich reichen. Hier, Alter. Hier ist doch so ein Ding zum Umrühren.
Das ist perfekt. Okay, also 500 Gramm Joghurt. Lecker Schmackofatz. Da können wir direkt unseren Eislöffel hier benutzen. Perfekt. Jetzt 4 Esslöffel Quark. Quark. 1, 4. Okay, 50 Milligramm Sahne. Ich glaube, das sollte jetzt reichen. 80 Milliliter nach Milch. Ja, das sollte, glaube ich, auch alles so passen. Ich bin nämlich, glaube ich, ein bisschen zu blöd, die Maßeinheiten zu lesen, aber das passt schon. Jetzt brauchen wir nur noch 100 Gramm Zucker. Das kann man hier drin auch irgendwie checken. Zucker rein, ja, lecker, das wird lecker. Und jetzt alles umrühren eigentlich. Mit dem professionellen Umrührer. Ich hoffe, der ist nicht dreckig hier im Ofen, weiß man nie. Lecker Schmackofatz, ja. Das ist halt so ein, echt so eine richtige Milchmatsche, Alter. Also wirklich viel Kontrast ist das hier nicht. Ist einfach eine Suppe hier. Ich will leckeren Frozen Joghurt. Gib mir leckeren Frozen Joghurt. Rein mit dir. Lecker. Aber da passt echt nur die Hälfte rein. So, jetzt der Deckel hier irgendwie wieder drauf. Macht mal kurz Platz, Leute. So. Okay, die Kamera ist gerade nicht unbedingt scharf, aber ihr könnt es euch ja vorstellen, das ist jetzt da drin, ne? Ja, lecker, mach lecker Eis, schnell. Lecker, lecker. Ist das dein Ernst? Junge, film mich nicht so, Alter. Bah, Alter. Ich hab grad einen wichtigen Dreh. Ist voll gekotzt. Machst du gerade Eis? Ja, ich mach Frozen Joghurt. Warum? Weil ich Bock drauf hab. Kann ich auch? Ja. Ja, schmeckt genauso wie Frozen Joghurt. Schmeckt wirklich so. Echt? Ja. Ich hab's noch gar nicht probiert. Schmeckt echt genauso. Geil. Du hast mich auch ein bisschen vollgespritzt, Alter. Bah, das ist voll dünnflüssiger Mock, den du daraus gehauen hast. Ich fühle mich nicht wohl gerade. Viel Spaß, ne? Ich komme gleich mit dem Frozen Joghurt vorbei. Ach, nicht im Ernst, Leute. Guck mal, der hat wirklich den Ketchup hier übelst drauf gematscht. Alter, wie ekelhaft ist das denn? Bah, ich... Ohne Witz, Rivi ist der sich am meisten abfuckt, dass die Küche so unordentlich ist. Und er hat jetzt hier überall, man kann es leider nicht so krass auf der Kamera sehen, hier ist alles voller Ketchup-Matsche. Bah, Alter, oh mein Gott. Boah, das stinkt da noch voll. Er macht mal eine neue Eismaschine komplett voll mit Ketchup. Wie ekelhaft ist das denn? Stellt ihr den leeren Gefrierbehälter für mindestens 12 Stunden aufrecht in den Gefrierschrank für zukünftig... Der hätte vorher schon ein Gefrierschrank sein müssen, oder was? Der Behälter? Ja. Ja, wir haben keinen Gefrierschrank. Hey Leute, hier steht, man muss diesen Behälter 12 Stunden vorher schon in den Gefrierschrank stellen. Damit er halt kalt ist. Wenn das stimmt, dann klappt das heute nicht. Wir haben keinen Gefrierschrank. Weil wir keinen Gefrierschrank alleine haben. Hey, kühlt das denn auch runter? Ja, eigentlich schon, dachte ich. Also Izzy, dass man niemals fest wird. Fuck! Scheiße! Wieso ist das eine Eismaschine, wenn die nicht Eis macht, sondern in den ins Gefrierfach muss? Aber das ist eine Eismaschine, einfach nur so ein Ding, das sich irgendwie da im Kreis dreht. Die macht nicht kalt. Wolltest du nicht eben Milkshakes machen? Ich wollte Milkshakes machen, stimmt. Jetzt weiß ich ja, warum alle im Internet schreiben, man kann Frozen Joghurt locker ohne Eismaschine machen. Man muss das nur ein bisschen verrühren und fertig, Alter. Dafür kaufe ich mir so ein Ding. Wie teuer war das? 60 Euro. Ja. Okay, dann machen wir jetzt geile Milkshakes. Leute, zieht's euch mal rein. Sieht auf jeden Fall schon mal ganz lecker aus. Soll da mal Schokosoße rein? Ja, mach mal. Ich muss sagen, wann stopp, ne? Boah, das sieht geil aus, guck mal. Du musst es aufnehmen, Alter, guck mal. Stopp. Das ist auf jeden Fall genug. Oha. Ist ja ein bisschen Oreo-Keks in die Nase gekommen. Jawoll, Frozen Joghurt ist fertig. Revi, mach dich bereit auf ein absolutes Geschmackserlebnis der Extraklasse. Das wird jetzt in lecker Becher gekippt. Jetzt ja aber auf zu piepsen hier, ne? Da muss man aber den Stecker gleich rausziehen hier. Latte Macchiato-mäßig. Oh, das sieht aber auch, ja. Ich kann Frozen Joghurt anders. Ah, so ist das schön. Ja. Milch in Oreo, ne? Das ist jetzt der Frozen Joghurt geworden. Ich weiß gar nicht, ob man den überhaupt irgendwie verzehren kann. Hi. Bist du gerade am Reden, oder was? Ja, ich bin gerade dabei. Das ist mein Frozen Joghurt geworden. Was ist das? Ich wusste nicht, dass man vorher eine Eismaschine auch 12 Stunden lang ins Gefrierfach legen muss. Und sonst? Schon alles super. Außer, dass ich mich so auf Frozen Joghurt gefreut habe und jetzt hier schon eine Suppe habe. Ja, Leute, was soll ich sagen? Größter Fail EU West. Man hätte sich halt ein bisschen besser informieren müssen, bevor man eine Eismaschine nutzt. Das war echt ein bisschen dumm von mir. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem unterhalten. Ich bin echt ein bisschen niedergeschlagen, dass ich jetzt keinen Frozen Joghurt bekommen habe. Ich meine, die Himbeeren kann ich ja immer noch essen. Die Kekse auch und für die Schokosoße finde ich auch noch eine Verwendung. Der Rest von der Milch oder so kann ich auf jeden Fall auch noch trinken. Aber hiermit ist jetzt halt nicht mehr so viel anzufangen. Vielleicht hat euch das Video ja trotzdem unterhalten. Wenn ja, dann werde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Und übermorgen oder morgen vielleicht sogar geht es schon weiter mit dem Aquarium. Das läuft dann hoffentlich ein bisschen besser ab wie das hier. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, drückt den Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns bei einem neuen Video morgen höchstwahrscheinlich. Spätestens übermorgen wieder. Bis dann, macht's gut. Und tschüss. Achso, und take this, ihr nehmt das Leben zu ernst, oder? Oh, fast vergessen.